Hey, Senti, was ist denn? Wieso sollte ich rauskommen? Sentine, schau mal, ich habe einen eigenen Shop geöffnet, aber ich weiß noch nicht, was ich dort verkaufen soll. Und vielleicht fällt uns ja was Cooles ein. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde Sentine und ich sind hier gerade draußen vor meiner Haustür und ich habe hier einen eigenen Shopladen geöffnet. Schönen guten Tag, was möchten Sie einmal kaufen? Nein, Spaß, aber ich habe noch gar nichts hier zum Verkaufen. Und hast du vielleicht eine coole Idee, Sentine? Ich glaube, ich hätte da eine coole Idee. Wie wäre es, wenn du Schnee verkaufst? Schnee? Ich verkaufe doch kein Schnee, Sentine. Schade, aber wir können ja mal zu Hause bei dir gucken. Dort liegt doch immer Krimskrams rum, was man bestimmt verkaufen kann. Ja, da hast du recht. Ich meine, zu Hause gibt es immer sehr, sehr viel Quatsch und irgendwas werden wir schon zusammenfinden, was wir verkaufen. Ja, das ist eine super gute Idee. Dann kommt, ab geht es nach Hause. Genau, ab geht es. Hey, Kleiner. So, Freunde, was können wir hier zu Hause alles verkaufen? Wir müssen irgendwas verkaufen, was wir nicht mehr brauchen, Freunde, aber was ganz, ganz viel Geld gibt. Yeah, Geld. Geld, Geld. Kleiner, Geld, Geld, Geld. Du sagst es. So, wir schauen mal hier ganz vorsichtig oben. Hey, wie wär's, wenn du deinen Computer verkaufst? Niemals, ich verkaufe doch nicht meinen Computer, Sentine. Du bist doch verrückt geworden. Ich würde aber als erstes sagen, wir öffnen meinen Adventskalender. Und was kriegen wir raus? Und Lebkuchenmänner! Ja, yum, yum, yum. Die schmecken super lecker. Verkauf doch deinen angebissenen Lebkuchen mal. Nein, Sentine, ich verkaufe doch keinen angebissenen Lebkuchen, Mann. Wer will sowas denn kaufen, Freunde? So, wir essen mal hier erstmal in Ruhe und dann schaue ich mal, was können wir hier verkaufen? Und oh ja, Sentine, ich glaube, ich habe was super Schönes, was wir verkaufen. Wie wäre es, wenn wir den Kühlschrank verkaufen? Den Kühlschrank niemals, wir brauchen den doch. Aber wir brauchen doch auch das Geld, Sentine. Und ich glaube, den Kühlschrank, das wäre das Perfekte, was wir verkaufen können. Niemals, Sentine, nicht den Kühlschrank. Ach komm, du wirst schon sehen, Sentine. Wir werden Millionäre durch den Kühlschrank. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt draußen den Kühlschrank verkaufen, male ich erstmal ein schönes Bild, dass natürlich auch die Kunden hier kommen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Kühlschrank. Ach komm, glaub mir, das wird 1A und irgendwer wird schon den Kühlschrank kaufen. Aber was sollen wir dann essen? Darum müssen wir uns erstmal später kümmern, aber wir brauchen erstmal Geld. Okay, wenn du sagst, Senti, aber gib dir bitte ganz viel Mühe beim Zeichnen. Ja, natürlich. Ich gebe meine beste Mühe. Ich bin doch der Künstler Sentex, Freunde, oder? Ich kann eigentlich gar nicht zeichnen. Aber ich denke mal so, da kommt da noch so ein paar Kleinigkeiten hin. Und dann bin ich mit meiner Kühlschrankzeichnung fertig. Perfekt. Und da haben wir das ausgedruckte Papier schon mal bekommen. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, komm, Sentine, wir gehen nach draußen. Ja, okay. Und mal schauen, ob wer den Kühlschrank kaufen wird. Genau, das denke ich schon. Hey, warte mal, wer sind Sie denn? Hallöchen, schönen guten Tag. Ich bin hier ein Kunde. Gibt es hier was zu kaufen? Natürlich, natürlich. Hier gibt es was super Schönes zu kaufen. So, wir machen erstmal das Foto hin vom Kühlschrank. Und wir verkaufen hier an unserem Shop einen brandneuen Kühlschrank. Einen Kühlschrank? Wer braucht denn bitte schön? Ich brauche einen Kühlschrank. Ich habe meinen Kühlschrank letztens aufgegessen. Sie haben Ihren Kühlschrank aufgegessen? Und deswegen sehen Sie anscheinend so komisch aus, wie so eine Kühlschrankform. Ja, ich dachte, man könnte den Kühlschrank aufessen, aber nur die Sachen da drin, das wusste ich doch nicht. Ich meine, wer weiß denn schon sowas? Eigentlich sollte sowas jeder wissen, aber kein Problem. Wir verkaufen hier unseren Kühlschrank. Sentine, für wie viel Euro? Ich würde sagen, so für 200 Euro. Ich glaube, das ist ein guter Preis. Okay, okay. Wir verkaufen den Kühlschrank natürlich mit sehr, sehr vielen leckeren Sachen drinnen für 200 Euro. 200 Euro? Wollen Sie mich hier komplett veräppeln? Ich kaufe den nur für 300 Euro. Was? Für 300 Euro? Okay, für 300 Euro wurde auch akzeptiert. Das ist jetzt Ihr Kühlschrank. Dankeschön, ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht. Das können Sie laut sagen. Und vielen Dank für das ganze Geld. Und oh mein Gott, Sentine, schau mal, wir haben schon so viel Geld gewonnen durch den Kühlschrank. Und davon können wir uns gleich 5 neue Kühlschränke kaufen. Ja, Senti, super gut gemacht. Die hat 300 Euro für den Kühlschrank nur bezahlt.
Das ist total cool. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Kühlschrank noch. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin der Mensch mit den meisten Kühlschränken auf der ganzen Welt. Der sammelt anscheinend Kühlschränke, Santine. Der ist jetzt zu lustig. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal reingehen und mal schauen, was wir uns hier noch verkaufen können. Banane? Nein, wir verkaufen keine Bananen, Santino Kleiner. Wir müssen uns aber nochmal drinnen umschauen. Wir haben bestimmt noch irgendwo irgendeinen Müll rumliegen oder irgendwie sowas. Aber es muss natürlich auch teuer sein. Und warte mal, Freunde, was sehe ich denn da? Hey, Santino, wir können doch den Fernseher verkaufen. Den Fernseher? Nein, wir können doch nicht unseren eigenen Fernseher verkaufen. Doch, doch, glaub mir. Ich meine, wenn der Kühlschrank uns schon so viel Geld gegeben hat, dann wird der Fernseher uns noch mehr Geld geben. Aber Santino, Fernsehen gucken, Lieblingsserie, Popo Pirat. Deine Lieblingsserie läuft gerade. Ach, aber, Santino, sei nicht traurig. Ich würde den Fernsehen verkaufen, aber für richtig viel Geld. Und damit werden wir uns einen noch cooleren Fernsehen kaufen. Nein, ich will Fernsehen behalten. Nein, Santino. Freunde, wir verkaufen als nächstes den Fernsehen. Oh, Santi, du verkaufst immer unsere teuersten Sachen. Ja, dadurch bekommen wir aber auch am meisten Geld. Dann würde ich sagen, wir setzen uns schnell an den Computer, so perfekt, und malen ein perfektes Bild für unseren Fernseher, damit ganz, ganz viele unterschiedliche Kunden kommen. So, Freunde, perfekt. Ich glaube, das sollte doch ganz in Ordnung sein. Du kannst gar nicht malen. Hey, Kleider, was soll das denn heißen? Oh, meine Mann, so ganz, ganz schnell und perfekt. Und da haben wir das schöne Bild auch ausgedruckt. Und jetzt würde ich sagen, komm mit, Santine. Wir gehen wieder zu unserem Stand. Perfekt, dann verkaufen wir jetzt unseren Fernseher. Und ich hoffe, wir bekommen dadurch super viel Geld. Ja, das hoffe ich auch, Santine. So, unser Fernseher wird zum Verkauf angeboten. Wir machen das Bild direkt hier hin. Und ich würde sagen, noch eine letzte Sache können wir noch verkaufen. Komm mit, dann werden wir reich. Reich. Genau, Santine, du sagst es. Mein Fernseher ist weg. Kleiner, wir kaufen dir bald einen neuen Fernseher. Aber ich habe was viel, viel Cooleres. Anstatt, dass du auf den Fernseher guckst, kannst du hier auf die Schneekugel gucken. Die ist doch viel cooler. Ja, Schneekugel. Genau, perfekt. Den hätten wir erstmal glücklich gemacht. Und Santine, ich würde sagen, wir brauchen noch eine letzte Sache, die wir uns hier in unserem Shop verkaufen können. Und Freunde, schreibt auch mal jetzt gerne unten in die Kommentare, was sollen wir hier noch alles Cooles in meinem Haus verkaufen? Und wenn du willst, dass wir was richtig Teures verkaufen, womit wir reich werden, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Hallo, wo seid ihr denn? Kann man hier den Fernsehen kaufen? Santino, das sind schon welche in unserem Shop. Still, 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 Santi, wir müssen rausgehen. Einen Moment, wir brauchen noch eine letzte Sache, die wir verkaufen müssen. Und dann sind wir fertig und... Oh ja, schau mal, Santine. Santi, du willst doch jetzt nicht ernsthaft? Oh doch, wie wär's mit deinem Kleiderschrank? Mit deinen ganzen Mädchensachen, die hier drin sind. So, du hast hier pinke Anziehsachen, du hast hier Röcke drinnen, Kronen drinnen. Die sehen doch total schön aus. Santi, das sind meine Lieblingskleider. Die kannst du nicht verkaufen. Das erlaube ich dir nicht. Oh doch, Santine. Glaub mir, wir werden die für richtig teuer verkaufen. Und dann werde ich dir super viele neue Kleider kaufen. Los, los, los. Wir verkaufen jetzt deinen Kleiderschrank. Hey, nein, das geht nicht. Kleider von Mama verkaufen. Ja, der Kleine freut sich auch super darüber. Komm, Santine, sei nicht so traurig. Aber das waren meine Lieblingskleider, Santi. Ich werde dir damit viel, viel coolere Kleider kaufen. Vertrau mir. Das ist keine gute Idee, da habe ich gar nicht mehr zum Anziehen. Santine, das wird schon. Wir setzen uns doch mal das letzte Mal an den Zeichencomputer und zeichnen noch ein schönes Bild, damit die Kunden natürlich auch angesprochen werden. Hallo, kommt da jetzt mal jemand? Oh, ganz, ganz schnell. Santi, schnell, da warten Kunden draußen an unserem Stand. Ja, 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 ich beeil mich ja schon, so Freunde, und ich bin fertig mit dem Kleiderschrank. So, das Bild wurde auch erfolgreich ausgedrückt. Jetzt schnell, 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 Santi. Und du willst jetzt wirklich meine schönen Kleider verkaufen? Ja, 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 Santine. Glaub mir und hey, schönen guten Tag. Hallo, da bist du ja endlich. Hallo, da sitzt ihr endlich. Ich möchte den Fernseher kaufen. Den Fernseher, natürlich, gar kein Problem. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Verhandlung. Wir fangen an, Santine, bei wie viel Euro sollen wir anfangen? Bei 400 Euro. Ja, wir fangen bei 400 Euro an. Wer bietet mehr? Ich biete 450. 455. 500. 600. 700. 800. Oh mein Gott, Santine.
wie teuer wir den Fernseher verkaufen. Das ist richtig krass, ey. 900. 950. Okay, mein letztes Angebot. 1000 Euro. Nein, okay, das ist mir zu teuer. Nein. Ja, das bedeutet, Sie haben den Fernseher gewonnen. Was? 4000 Euro? So viel Geld, Shanti. Genau, das macht dann einmal 1000 Euro für diesen wunderschönen Fernsehen. Dankeschön. So, hier habt ihr mein Geld. Perfekt. Und wow, oh mein Gott, so viel Geld. Santine, was geht denn da? Wir haben einfach viel, viel zu viel Geld. Wir sind jetzt reich. Ja, Santi, wir sind reich, aber möchtest du jetzt doch wirklich meine Kleider verkaufen? Ich meine, wir haben doch so viel Geld schon. Santine, glaub mir, das wird noch mal super teuer werden. Schönen Tag euch noch. Ach Mann, ich hab jetzt nichts gewonnen. Tschüss, schönen Tag euch noch. Stopp, 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 wir haben hier noch was super Schönes für Sie. So, wir machen das alte Bild mal weg, machen das neue Bild rein. Wir haben hier nämlich noch einen Kleiderschrank zu verkaufen, aber einen ganz, ganz besonderen Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank mit Mädchensachen, mit Kronen und noch vieles, vieles mehr. Was? Einen Kleiderschrank mit Mädchensachen? Das ist so schön. Ich wollte schon immer mal eine Ballerina sein. Sie wollte schon immer mal eine Ballerina sein. Schauen Sie mal hier ruhig in den Kleiderschrank rein. Das sind hier alle Anziehsachen von einem Mädchen. Santi, das kannst du doch nicht machen. Santine, vertrau mir. Du bleibst jetzt an der Seite stehen. Ich regel das schon. Oh, die riechen so, so gut. Wurden die schon mal getragen? Ja, die wurden schon mal von meiner Freundin Santine getragen. Wunderschön. Dann würde ich die gerne kaufen. Die gefallen mir so gut. Dann kann ich endlich eine Prinzessin sein. Mein größter Traum. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir verkaufen den Kleiderschrank von Santine für 100 Euro. Nein, keine 100 Euro, du spinnst doch. 2000 Euro. Santine, keiner kauft doch deinen Kleiderschrank für 2000. 2000 Euro? Okay, kaufe ich. Warte mal, was? Sie wollen den Kleiderschrank mit Mädchensachen für 2000 Euro kaufen? Ja, ja, das ist doch ein gutes Angebot, oder? Etwa nicht? Ja, ja, doch, das ist ein super Angebot. Okay, 2000 Euro für diesen Kleiderschrank. Bitteschön. Ja, dankeschön und so viele Goldblöcke. Oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt einfach reich geworden dadurch, Santine. Ja, Santine, der hat doch nicht ernsthaft den Kleiderschrank für 2000 Euro gekauft. Oh doch, ich glaube schon. Bitteschön, das ist jetzt Ihr Kleiderschrank. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Dankeschön und direkt mal anprobieren. Oh, ich bin eine Ballerina, schaut mich an. Ich bin die schönste Ballerina der ganzen Welt hier. Santine, der ist ja komplett verrückt. Santine, der hat meine Mädchensachen an. Der ist ja lustig. Oh ja, viel Spaß mit den Mädchensachen. Dankeschön, Ballerina. Sehr, sehr gut, Santine. Dann würde ich sagen, der heutige Tag war wirklich an unserem Shop sehr, sehr erfolgreich. Wir haben so viel Geld gemacht und wir sind einfach reich geworden. Yeah, Santi, sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.